Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Super Games TV. Das hier, das ist Kai Wollin aus Düsseldorf. Das ist derzeit unser bester deutscher FIFA 12 Spieler, den wir haben. Er hat sich online durchgesetzt gegen mehr als 1 Million Spieler. Und sein großes Ziel war natürlich die FIFA 12 Weltmeisterschaft, die vor kurzem in Dubai stattgefunden hat. Kai Wollin ist dann beim Dreiländerturnier der Sieger gewesen. Hier sehen wir nochmal Bilder vom Finale. Und das bedeutete für ihn, ja, er hat das Ticket sicher. Er durfte nach Dubai reisen als einziger deutscher Vertreter und kämpfte da natürlich in der Wüste um den Titel. Und wir haben ihn begleitet. Kai Wollin auf dem heißen Weg zum Glück. Für den Düsseldorfer FIFA 12 Spieler beginnt hier in Dubai sein vorläufiger Karrierehöhepunkt. Das größte FIFA 12 Turnier des Planeten, die FIFA 12 Weltmeisterschaft. Als einziger deutscher Spieler konnte sich Kai Wollin aus Düsseldorf für das Grand Finale qualifizieren. Ich war schon an einigen Orten, aber Dubai gehört nicht dazu und ich glaube, es wird auch so schnell nicht dazu wiederkommen. Schon auf jeden Fall was Besonderes, ein besonderes Umfeld, gerade von hier oben ist eine brillante Aussicht, also ist wirklich was Besonderes. Dubai, Hauptstadt des gleichnamigen Emirats der Vereinigten Arabischen Emirate am Persischen Golf. Austragungsort des FIFA 12 Interactive World Cup. Temperaturen über 40 Grad. Alltag hier. 1,8 Millionen Einwohner leben im kleinen Wüstenstaat. Ungefähr so viel wie in Hamburg. Hier treten die besten Spieler der Welt gegeneinander an. Wer hier dabei ist, hat sich gegenüber 1 Million Spieler weltweit durchgesetzt. So wie der Düsseldorfer Kai Wollin. Und der ist in der Szene ganz bestimmt kein Unbekannter. Er ist amtierender World Cyber Games FIFA 11 Champion. Versteht also sein Handwerk. Und so kann er sich am ersten Tag in der Gruppenphase vor eindrucksvoller Kulisse im Ballsaal des Luxushotels Burj Al Arab gegen seine Mitspieler gut behaupten. Ja, mit einem Sieg gegen einen vermeintlichen Favorit. Also er wurde auch geseedet, das heißt, er war auch World Champion 2008. Da habe ich den Sieg geholt, das war sehr, sehr wichtig. Danach bin ich ein bisschen schlechter ins Spiel gestartet, habe gegen einen Dänen unentschieden gespielt, der vermeintlich zu den Schlechteren gehört. Aber insgesamt 4 Punkte sind in Ordnung für den Tag. Unterstützung bekommt Kai von seinem Kumpel, der ihn nach Dubai begleiten durfte. Ja, es ist eigentlich schon überragend. Also so eine Location sieht man eigentlich nie. Also habe ich bisher auch noch nicht erlebt. Ich bin auch schon viel in Deutschland rumgekommen. Aber sowas wie Dubai und jetzt in dem 7-Sterne-Hotel noch nicht erlebt. Und ein einmaliges Erlebnis auf jeden Fall. Ja, definitiv. Hier das 7-Sterne-Hotel, wo wir jetzt spielen. Also von der Location gibt es, glaube ich, nichts Besseres. Einfach ein Traum. Hier sollte jeder mal gewesen sein, falls man die Möglichkeit dazu hat. Auch am zweiten Tag der Gruppenphase kann der Düsseldorfer seine Stärken ausspielen und ist gut im Rennen. Nur noch ein Sieg trennt ihn vom Viertelfinale. Doch wie bereitet man sich auf so ein wichtiges Turnier eigentlich vor? Ja, also wirklich vorbereitet haben wir uns jetzt nicht. Also wir gucken eigentlich meistens von Spiel zu Spiel. Wir versuchen unseren Stiefel halt irgendwie runterzuspielen und dann unseren Gegnern halt unser Spiel irgendwo aufzuziehen. Und ich glaube, das ist auch die Stärke von Kai, weil er spielt immer so variabel, dass der Gegner sich auf ihn einstellen muss und nicht er auf die Gegner. Kurzfristiges Training, das bringt vorher nichts. Entweder man kann es oder man kann es nicht. Die Auslosung der Partien zum Viertelfinale macht kein geringerer als der französische Weltmeister von 1998, Christian Carombeu. Der offizielle FIWC-Botschafter hat das Turnier in Dubai vom ersten Tag an begleitet und ist von den Spielern und ihren Leistungen sehr beeindruckt. Ich bin wirklich erstaunt, wie gut die Jungs heute hier zocken können. Wie zielstrebig sie sind. Sehr beeindruckend. Incredible. Um natürlich richtig fit zu sein für so ein großes Turnier, braucht es gelegentlich auch mal Abwechslung. Die bekommen die Spieler im Wüstenstaat von den besten Fußballspielern der Welt. Unter anderem von dem hier, Luca Toni, italienischer Weltmeister von 2006. Ich glaube, er spielt richtig gut. Vielleicht so gut, wie er FIFA spielt. Es war ein schönes Match und ein schöner Tag. Ganz so viel Spaß hat Kai am späteren Tag dann doch nicht mehr. Denn sein Gegner im Viertelfinale macht ihm das Leben ganz schön schwer. Ganz knapp kann sich der Düsseldorfer durchsetzen und ins Halbfinale vorrücken. Ich habe dann eine Flanke verwertet, also zum 1-0, das war sehr gut für mich. Am Ende würde ich sagen, dass der Sieg ein kleines bisschen glücklich war und ich nicht ganz mit meinem Spiel zufrieden bin. Doch danach ist Schluss für den deutschen Hoffnungsträger. Denn obwohl Kai Wollin in der Gruppenphase das Duell gegen den Spanier Alfonso Ramos mit 3:1 für sich entscheiden konnte, muss er sich im Halbfinale in einer sehr taktischen Partie geschlagen geben.
Doch am Ende bleibt für den Düsseldorfer ein eindrucksvoller Platz 3. Und die Tatsache, dass er erst gegen den neuen FIWC-Champion rausgeflogen ist. Denn Alfonso Ramos holt sich nach dem 2:0-Sieg gegen Kai Wolin in einem nervenzerreißenden Elfmeterschießen im Finalspiel die FIFA-Fußballkrone. Und damit auch das Preisgeld in Höhe von 20.000 US-Dollar. Also Glückwunsch nochmal zu einem großartigen dritten Platz für Kai Wollin. Das ist echt mal eine richtig große Leistung. Und ja, Glückwunsch auch an den Sieger aus Spanien. Aber eins ist klar, ihr könnt noch so gut FIFA 12 spielen, wir werden trotzdem Europameister. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.